Hallo, da bin ich wieder zu einer neuen Folge Let's Play Limbo mit mir, dem Captain Queasel. Ich ziehe den Hebel und ich weiß, was jetzt passiert. Ich krieg eine aufs Maul. Was soll der Scheiß? Ah. Auweia. Ja. Nice. So. Ja, wie wär's mit I don't care. Macht doch alle, was ihr wollt. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt, ganz einfach. Ah, da geht's gar nicht durch, aber... Ja, nicht wieder runterfahren jetzt. Ach so. Na, das macht natürlich Sinn. Erst später umlegen den Hebel. Na? Ich merke schon, ich werde wieder ungesprächig, weil ich zu viel denken muss. Das ist nicht gesund. So, jetzt lassen wir das Ding da mal darüber fahren. Dann fahren wir wieder hoch. Ich bin da dir entgegen, mein Freund, leider. Und natürlich war es wieder zu langsam. Wenigstens kann er rückwärts laufen. Eieiei. Na, jetzt hat er aber... Nope. Tot! Feinst! Mach doch, was du willst, blöder Wagen! Ein Bock auf dich! Jetzt hat er aber. Ah. Und was mache ich jetzt? Ich hänge mich da an den scheiß Hebel oder was? Rally! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst.
Leckt mich am Arsch. Echt jetzt? Ja, okay. Ist okay. Freilich. Ich habe ja sonst nichts zu tun, außer alles 15 Mal zu machen. Es ist okay. Man kann auch echt irgendwie irgendwann dann mal alles zur Todesfalle erklären. Ja, ist ja recht. Immer derselbe Käse, ey. So, wir schieben den Wagen daher. Dann schieben wir die blöde Leiter an. So, dann warten wir wieder, bis sie kurz vor Hallo hier ist. Dann springen wir darüber. Und jetzt hebeln wir das Ding daran. Und wenn ich jetzt sterbe, krieg ich's Kotzen. Jetzt wird's erstmal wieder dunkel. Naja, okay. Wenigstens kommt wieder mal ein bisschen creepy Stimmung auf. Okay, das war's. Ja. Kann man ja mal machen. Na, zu schnell darf es nicht sein, zu langsam darf es nicht sein. Da muss die, das muss genauestens stimmen. Sonst bist du einfach zu schnell. Oder du stirbst halt. So. Das habe ich ja schon mal höchst effektiv gemeistert. Dem Sägeblatt ausgewichen. So, was kommt da jetzt von hinten? Irgendwas Gefährliches wahrscheinlich. Friday! Aha. Und was soll ich da jetzt machen? Ist okay. Was soll denn der Scheiß? Das schaffe ich doch niemals.
Also ich rast gleich wieder aus. Da kommt eine solche Ätzstelle nach der anderen. Das ist doch der Wahnsinn. Ich muss echt ohne Scheiß es schaffen. Eins, zwei, drei, vier. Nee, keine Chance. Das schaffe ich ja gar nicht. Es sei denn, ich halte das wirklich so an, dass es aus ist. Halt, nee, warte. Jetzt. Jetzt, das kann klappen, 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 das kann klappen. Yes! Okay. Jetzt ist aber Tod und Verderben hier. Also. Oh oh. Oh oh. Ah! Oh Mann! Fuck! Ich. Na, na! Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ich sehe nichts. Ja. Echt. Wenigstens habe ich nicht gesehen, wie ich gestorben bin. Das ist ja echt ab. Das ist ja der Wahnsinn. Zack. Go for it. Los. Wieder rüber. Let me go. So. Jetzt muss ich da irgendwie rüberkommen. So vielleicht. Und wo sind wir jetzt daheim? Irgendwo sterbe ich auf jeden Fall. Da sterbe ich, wenn ich da reinfall. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wahrscheinlich irgendwo, wo ich nicht überlebe. Oh. Ja! Doch, da wäre eine Kiste gekommen. Da komme ich gar nicht hin. Da komme ich ja gar nicht hin. Wie will ich da auch hinkommen? Weil das obere Stück war ja viel weiter vorne als das untere Stück. Da würde ich ja auch wieder in den... auf die Elektrizität fallen, no? Auf den Strom. Da, auf den Strom. Seht ihr das? Da, das ist nämlich... das ist nämlich ja schon, so, wo ist denn jetzt die Kiste hier? Ich sehe nix. Funkenspur. Ich habe eh eine Trophäe erhalten. So. Naja, dann muss ich halt hier jetzt die Kisten dann darüber. Huh, das war aber wieder knapp. Und jetzt? Laser, im Ernst. Willst du mich verarschen? Rolle! Ist schon mal kaputt. Aber kratzt mich nicht, war ja in der Sache. Jetzt weiß ich aber auf jeden Fall, dass sie was kaputt machen können. Schön introduced hier. Will ich den Schalter betätigen?
Was? Ja, also nachdem ich jetzt mal wieder da sitze wie so ein völliger Idiot und keine Ahnung habe, wie ich dieses Rätsel jetzt schon wieder zu packen habe, würde ich mal leicht behaupten, ich beende die Folge, die ist... Ich bin eh schon drüber. Zeit. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen und Sass.